So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark Souls 3. Okay, wie man hört, ich habe ein neues Mikrofon. Endlich habe ich ein neues Mikrofon. Ich habe mir ein paar Parts habe ich mir angeschaut. Ja, man hört mich ziemlich leise, besonders bei Bosskämpfen oder sowas. Mein Mikrofon ist schon ziemlich alt gewesen. Es hat ziemlich viel ausgehalten. Ich habe ziemlich viele Let's Plays gemacht. Jetzt endlich ein neues Mikrofon hier. Okay. Wir sind hier stehen geblieben, wir haben die Puppe, wir sind hier durchgekommen und ja, dann schauen wir uns hier mal um. Ich glaube, gelootet haben wir auch schon letztes Mal hier. Genau, sonst wird da hinten was liegen und das kann ich mich erinnern. Und da hinten ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, da geht es eh nicht weiter. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Nehme ich doch gerne mit. Was ist mit ihm? Okay. Ist nur eine Illusion. Hier wandeln tote Menschen. Ah, Grüße. Endlich mal Gegner. Jetzt kann ich das mal ausprobieren, ob man mich trotzdem gut hört. So, da muss man viermal hinschlagen, damit man den Typen da ihm niederstrecken. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir müssen die Stärke raufhauen, ha? Es wird wieder Zeit, dass der Herzfehler farmen geht. So, was ist das da? Wahrscheinlich eine Abkürzung. Ja, okay. Das ist gut zu wissen. So, was ist mit ihm? Er will nicht kommen. Aha, da oben steht auch einer. Keiner von den beiden will kommen. Hallo? Danke. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Verfolgt mich das? Ja, natürlich verfolgt es mich. Trink. Wie ein Vollidiot. Runter von meinem Schwert. Wie oft soll ich das noch sagen? So, er lässt aber nichts fallen. Der andere Vollidiot ist gar nicht mal mitkommen. Okay. Dann schauen wir mal, wie lange wir hier überleben. Wie ich gesagt habe, es wird auf jeden Fall schwieriger. Es geht momentan. Es geht. So, Mausibär, wie wär's, wenn du mich angreifst? Mausibär, wie wär's, wenn du mich angreifst? Mausibär? Alter! Sind wir schon wieder behindert, gell? Was ist mit dir? Das hast du schön gemacht. Dafür kriegst du einen Backstep. Bleib liegen, ne? Wär gescheiter. Schild des Hohepriester-Ritters. Ein Hohepriester vergewaltiger Kinder. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Da oben haben wir auch noch was. Estus Flakonscherbe. Große Titanitscherbe. Ich gehe gleich zurück. Ich gehe gleich zurück. Ich glaube, das ist jetzt die zweite, die ich gekriegt habe. Ich kann mein Claymore endlich aufbessern. Endlich. Dann machen wir den gleichen Scheißdreck nochmal. Aber, Alter, endlich kann ich mein Claymore aufbessern. Das ist viel wert. Nein, jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. So wie, ich glaube, eh im letzten Part. Ah, weil ich... weil ich es gewohnt bin, dass ich einmal raufdrücke und... Ja, eh schon wissen. Tut mir leid. Bitte nicht böse sein. Luzerne. Panzerbrecher. Meine Güte, komm, lad schneller. Ich will ja eh gar nicht dort bleiben. Ach Gott. Ich hoffentlich habe ich genug Seelen, sagen wir mal so. Ja, schön. Den Weg hätte ich auch zu Fuß laufen können. So, Feuerbahnschrein, bitte. Und wenn es geht, ein bisschen hurtig, hä? Und wir müssen auch noch sammeln. Nämlich, ich muss auch noch den scheiß Schlüssel da kaufen, von der Alten da, beim Feuerbahnschrein. Nämlich, ich habe gelesen, ich habe es nur gelesen, dass der Schlüssel nicht für die Map ist. Ich glaube, das wird da eh angeführt, oder? Ah. Ja, ja, ja. Moment. Ich rede von diesem Schlüssel hier, den da. Schlüssel zum Bauturm hinter dem Schrein. Genau, da steht es. Das ist nämlich ober mir irgendwo. Also der Schlüssel ist für diese Map hier und nicht für die nächste dann, wo ich immer farmen war. Ihr wisst schon, was ich meine, um Gottes Willen. So, hallo, grüß dich. Ich würde gerne meine Waffe verstärken und zwar mein Claymore. Nein, ich habe sogar schon drei. Cool. So, wie viel Schaden mache ich dann? 193. Na, das nehme ich doch glatt mit. Was brauche ich jetzt da? Vier große Titanitscherben. Und eine habe ich. Okay.
das ist schon viel wert. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Gott sei Dank habe ich das jetzt dann noch so gesehen. Huiuiui. Aber Moment. Bevor ich mich jetzt wieder wegteleportiere, haben wir nicht auch eine Estus-Lakon-Scherbe gefunden? Ich schaue lieber nach. Ja. Tatsächlich. Wir haben ein Estus-Lakon gefunden. Somit sind wir jetzt da auf 9 Estus-Flakons. Das ist sehr, sehr gut. Und haben wir nicht noch einen? Moment. Auf was ich jetzt alles draufkomme? Reise. Und toten Knochensplitter. Ja, wir kriegen das Estus-Flakon auf plus 3. Habe ich noch einen? Nein, leider nicht. Aber bitte. Wir haben das Schwert aufgewertet. Wir haben ein 9. Estus-Flakon bekommen. Und wir sind... Nicht wir, sondern wir haben das Estus-Flakon auf 3 aufgewertet. Das heißt, es regeneriert gleich weitaus mehr. Gar nicht mal schlecht, oder? Ah, ich bin so froh, dass ich mein neues Mikrofon habe. Es ist ziemlich groß, muss ich sagen. So, Hexenring. So, jetzt schauen wir mal, wie wir jetzt da drauf sind. Ich bin ziemlich motiviert. So, du schierer Sack. Komm her da zum Papa. Wo ist denn der andere? Da hinten liegt auch noch ein Item, das habe ich gar nicht gesehen. Ist ja wurscht. Komm her. Ja, es sind trotzdem 4 Mal, aber wenn ich mich einmal aufbessere, wenn ich mich einmal von der Stärke her aufbessere, dann, ja, dann schaut es komplett anders aus wieder. Das machst du sehr, sehr schön, wie du dich drehst. Einmal Stärke raufbringen. Zack, boom, und weg ist er nach 3 Schlägen. Das wäre super. Okay, holen wir uns mal das Item. Sag jetzt nicht, das ist noch eine Estus-Flakon-Scherbe. Also freuen tue ich mich, Seele eines tapferen Kriegers. Okay, gut. Gut. So, Mausibär, du brauchst gar nicht mal so weit nach hinten gehen. Ich bin schon da, falls du mich nicht gesehen hast. So, der ist jetzt wieder behindert. Er dreht sich mit mir mit, anstatt dass er mich angreift. Was ist mit dir? Okay. So, da oben haben wir ja schon. Da hinten sollte jetzt auch nichts mehr sein, ich hoffe. Bin ein bisschen mir, deswegen sehe ich fast nichts. Meine Augen fallen noch so regelrecht zu. Okay, dann schauen wir uns mal hier um. Hier ist mal nichts. Bevor ich da weiter rauf gehe, schauen wir da nach hinten. Nach hinten schauen. Aha, da komme ich gar nicht drauf. Moment, oh ja, Moment. Mit Rollen? Ja, Moment. Nein, da komme ich nicht drauf. Vielleicht ist es wieder eine Abkürzung nach hinten. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir gehen geradeaus weiter. Das schaut urschön aus. Eine schöne Map. Okay, was die auch immer sind, ich habe keine Ahnung. Ich schlag mal drauf ein. Okay, er halte 2 Schläge aus. Wahnsinn, das war knapp an mir vorbei. Wahnsinn, du hast mein Schild getroffen. Okay, ihr habt nichts drauf. Okay, was steht da? Stoß in den Rücken. Okay. Was? Blühende grüne Blüte. Große Seele eines namenlosen Soldates. Ja, sowas nehme ich gerne mit. So, Mausibär. Hallo. Er kann zaubern. Kannst du auch zaubern, wenn du bei mir in der Nähe bist? Hä? Ich versteck mich mal da. Komm her, du mieser Wichser. Ja, komm nur. Und ab geht's. Ah, er hat's mir gezeigt. Ja. Und wie er es mir gezeigt hat. Au! So, aus jetzt! So, trink mal was. Jetzt bin ich gespannt. Oh, schön, wie es rauf geht. Alter! Also, irgendwann ist auch genug. So, jetzt kriegst du aufs Maul. Alter, der haltet viel aus. Ich brauche ein bisschen Kondi. Jetzt. Batz!
So, ich bin gespannt, ob der nochmal kommt. Von den anderen habe ich ja nicht so große Angst, aber der Typ hat es jetzt richtig... Was? Rüstung der Feuerhexe. Der Typ hat es jetzt richtig faustig hinter den Ohren gehabt. Da kann man nichts sagen. So, kommt's her. Ja, das war knapp. Ja, der hat mich wenigstens getroffen. Eins, zwei. Alle weg? Scheint so gut zu sein. Okay. So, da hinten haben wir nichts mehr. Eisblauer Moosklumpen. Keine Ahnung, was der bringt. Ah, nicht schon wieder so ein Wichser. Der kommt da auch gar nicht runter, gell? Da muss ich irgendwie raufkommen zu den Typen. Ist halt die Frage nur wie. Moment einmal, wenn ich da nach hinten gehe... Ja, schieß nur. Der ist wichtig. Was kriege ich? Funkeltitanit? Sehr gut. Okay, Moment. Waren wir da unten schon? Sind wir von da unten raufkommen? Ich glaube nicht. Ui, nein, die lasse ich passieren. Bitte geht's weiter. Gegen zwei möchte ich da nicht kämpfen. Da ist aber der Hurensohn oben. Da hinten steht er. Der Feuertyp. Wir gehen jetzt einmal da weiter. Was haben wir da? Ein Blutfleck haben wir da nur. Super. Wir gehen da weiter. Wir schauen, dass wir irgendwie die Abkürzung kriegen zu meinem Bonfeuer. Ansonsten schaut's echt traurig aus. Gut, die Illusionen tun mir eh nichts. Was haben wir da? Große Seele eines namenlosen Soldaten. Nehme ich sehr gerne an mich. Schild drauf. Was haben wir hier? Leuchtfeuer voraus. Okay. Da haben wir aber noch ein Item. Große Titanitscherbe. Oh, geil. Jetzt brauche ich nur noch... Zwei. Zwei große Titanitscherben brauche ich noch. Dann können wir das Klima nochmal verbessern. Okay, Leuchtfeuer voraus. Also ich schätze mal, hier oben wird es... nicht sein. Moment mal, da hinten ist... Ich habe keine Ahnung. Seele eines namenlosen Kriegers, nehme ich auch sehr gerne mit. Hier ist nix. Da unten steht noch so ein Hurensohn mit dem Feuerding. Ja, wir machen eindeutig zu wenig Schaden. Aber ich kann mich da runtertroppen lassen und ihnen einmal Fallschaden geben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber wir sind jetzt auf der Suche mal mitten zum... Erwerben. Ja, genau. Zum Bonfeuer. Ah, da vorne ist es. Ab geht's. Juhu, wir haben es gefunden. Zack. Leuchtfeuer entzündet. Sehr gut, nehme ich sehr gerne mit. Setz dich hin. Alles ist cool. Wir brauchen nicht zurückgehen zum Feuerbandschrein. Was haben wir da? Ah, wieder hier. Okay. Sturzangriff voraus. Okay, danke, dass du mir das sagst. So, da hinten haben wir auch noch ein Item. Mal schauen, welches das ist. Beweis der Eintracht. Keine Ahnung, was das kann. Aber ich kann das kaputt machen. Du mal ein bisschen randalieren in Dark Souls. Zack. Dann machen wir auch kaputt, hä? Zack. Nein. So, wenn ich da aber weitergehe, verlasse ich ja die Map, oder? Wir können einmal schauen. Aha, haben wir noch was? Verzeichnis der Ritter. Okay. Ist das die Abkürzung, die ich gesehen habe? Was ist das da? An das kann ich mich nicht mehr erinnern. Moment. Haben wir hier noch irgendwo was? Bevor ich da weitergehe. Ehrlich gesagt möchte ich... Was ist das? Schau, da ist es auch. Moment, was ist das? Eine Das sind unsichtbare Typen. Die halten eh nichts aus. Die machen aber komische Geräusche. Runter von meinem Schwert. Jedes Mal müssen sie auf mein Schwert draufgehen. Was haben wir hier? Noch eine schwindende Seele. Ja, die sind nur 50 wert. Besser als nichts. So. Was schaust du so deppert? Stirb lieber, hä? Was hast du beschützt? Einen Heimatknochen. Oh. Ein untoten Knochensplitter haben wir gefunden. Oh.
Versuch dahinter. Ah, okay, dahinter, ja. Geil, wir können das Essensflakon jetzt schon auf 4 bringen. Aber machen wir das gleich? Das ist ziemlich leiwand, aber ich. Wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich doch in eine neue Map, oder? Das ist ein bisschen. Komisch. Das heißt, wir bleiben noch da, würde ich sagen. Ha? Wir bleiben noch da. Nämlich, da in der blauen Welt kenne ich mich aus. So, jetzt nicht verdrücken. Einmal runter, Feuerbahn schreien. Oder kann ich das... Ah, scheiße. Ich glaube, ich kann das... Ich habe keine Ahnung. Wurscht. Wir kaufen uns jetzt auch noch... Pfeile. Pfeile möchte ich mir kaufen. Und zwar ein Arsch voll. Ein Arsch voll Pfeile möchte ich mir kaufen. Mit den 10.000 Seelen, die ich jetzt da habe, können wir uns Pfeile auch kaufen. So, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Pfeile? Verkaufst du Pfeile, Mädchen? Pfeile? Talisman. Hätte ich die Puppe auch kaufen können, oder was? Schaut zumindest aus wie eine Puppe. Pfeile? Ja, Pfeile. Holzpfeile. Die kosten was? Die kosten 5... Seelen? Na dann. Überflüssige Objekte wurden abgelegt. Es gibt keine überflüssigen Objekte in Dark Souls. Wie viel habe ich denn da jetzt mit? 99? Moment, oh. Nein. Ich kann mehr nicht mittragen. Okay, das könnte ich mal eigentlich alles verkaufen, das brauche ich nicht. Wo ist mein... Da ist mein Langbogen. Moment, das gilt auf... Auf Geschick, glaube ich, ist das. Das ist, glaube ich, Geschick. Ja, Skill auf Geschick. A, B, C, D, E. Ja, auf D. Also auf Geschick tut er mehr Skillen als auf Stärke. Den tun wir mal ausrüsten. Bin ich dann trotzdem schnell genug? Ja, ja, es geht. Es geht. Wieso habe ich jetzt noch immer 6210 Seelen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab doch... Ja, ist doch wurscht. So, untoten Knochensplitter verbrennen, bitte. Estus Flakon auf 4 gebracht. Gar nicht schlecht. So, wir gehen allerdings da wieder retour. Nämlich, ich weiß, dass da noch einen Bosskampf gibt. Den werden wir aber, glaube ich, nicht hier in diesem Part machen, sondern werden wir im nächsten Part machen. Wir werden jetzt nochmal schauen, ein bisschen noch in der Gegend herum, ob wir noch irgendwie was einsammeln können. Vielleicht findet man ja noch eine Estos-Scherbe, es wäre nicht schlecht, dann hätte man schon mal 10. Nämlich wie gesagt, es beginnt dann schwieriger zu werden. Und da unten bei diesen unsichtbaren Typen... Ich weiß nicht. Kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Okay, da steht was. Pilger voraus, deshalb zerstören. Kann ich nicht. Betrug voraus. Ha? Okay, gut. Eigentlich sollte... Vielleicht sollte da wer stehen. Mit dem ich vielleicht reden kann. Aber vielleicht ist das in New Game Plus. Kann auch sein, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt einmal hier um. Da hinten waren wir noch gar nicht, glaube ich, oder? Ja, da hinten ist auch nichts. Da oben auch nicht, okay. Da hinten ist auch nichts. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal da entlang und hüpfen mal auf den Typen da oben, da unten drauf. Ich hoffe, dass der alleine ist. Das schaut gut aus. Der bewacht auch was. Vielleicht ist das auch eine Estos-Scherbe. Ab geht's. So. Was liegt da? Okay. Eine Seele, dann was? Opferungszunder, das braucht kein Mensch, glaube ich. Was haben wir da? Blutfleck, okay, Blutflecke haben wir da. Kann ich da durch? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Scheint anscheinend wieder ein... Oh, der zaubert wieder so deppert. Ich bin ein Zauberer! Da scheint wieder eine Abkürzung zu sein da hinten. Das werden wir schon irgendwie entdecken. Was ist mit den scheiß Zauberer? Na, dann stürmen wir auf ihm ein, oder? Wenn ich in der Nähe bin, dann... Oh, er ist schon wieder so behindert. Jetzt da?
Alter, bitte schlag auf mich ein. Aber nicht so. Er macht jedes Mal das Gleiche. Er wartet. Bin schon ruhig. Bin schon ruhig. Alles cool. Bin schon ruhig. Hab nichts gesagt. Knochenradsplitter. Ein riesiges, von Stacheln umsäumtes Holzrad. Okay. Rüstung der untoten Legion. Die Ausstattung. Okay. Okay, hier durch. Wir machen das gleiche nochmal. Diesmal machen wir nur fertig. Keine Panik auf der Titanic. Links. Nämlich das Item, was da liegt, das hätte ich schon gerne. Es könnte aber auch sein, dass er einfach dran vorbeigeht. Das kann auch möglich sein. So, Mausibär. Rache. Jetzt kommt deine Rache. Nein, kommt's nicht. Dann stirb. Lass das wieder was liegen. Jo. Nein, leider nicht. Der gibt 1800 Seelen. Alter, da drin ist ein guter Farmspot. Davor? Ja, genau. Nein. Oh! So ein Arschloch. So ein verschissenes. Wir holen uns die Seelen noch. So, Killer Core 9 ist online. Christi, falls du sie mal siehst. Jo, schaust mich deppert an. Hä? Schaust mich deppert an? Hallo, grüß dich. Er bleibt einfach stehen. Er weiß, dass ich ihn töten möchte. Er weiß es. So, was ist jetzt mit dir? Ich bin ein Zauberer. Hahaha. Jetzt gehe ich schwul herum. Nichts gegen Schwule. Hab selber schwule Freunde. Aber nicht mal mein Freund ist so schwul. So, was ist jetzt mit dir? Ja, mach den gleichen Dreck wie vorher. So. Ja. Ah, fast. Wenn er nicht wegrollt wäre, dann hätte ich ihn gehabt. Moment, ich hol nur meine Seelen. So, geht schon. Geht schon, komm her. Das haben wir schön gemacht. Darum werden wir auch diesmal nicht ausgelacht. Oh, da oben liegt auch was. Ein blitzender Edelstein. Na, das brauche ich so viel wie, weiß nicht was. Geheimpfad voraus. Tatsächlich. Magie-Clown-Ring. Ja, Ringe habe ich bis jetzt noch immer nicht ausgerüstet. Sollte ich vielleicht einmal machen. Aber nur vielleicht ist dahinter auch was. Ja, scheint nicht so. Wie komme ich darauf? Na, mein Charakter kann ja nicht klettern. Wie soll ich ihm darauf kommen? Ah, ich muss von da oben runterspringen. Okay. Wartet's. Nein. Da geht's auch nicht weiter. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Hier liegt auch nichts mehr, okay. Okay, anscheinend werden wir uns da länger aufhalten. In dieser Map. Außer ich werde den Weg jetzt dann finden. Da unten ist nichts. Hier ist auch nichts. Oder waren wir da schon einmal? Weil da alles weg ist. Ich glaube aber nicht, oder? So, da müssen wir halt aufpassen, da geht halt die Patrouille herum. Und ich würde halt gerne dieses Tor hier aufmachen. Dieses Tor würde ich halt gerne aufmachen. Anscheinend gibt es einen anderen Weg. Gut, also links brauchen wir nicht mehr gehen. Das heißt, wir gehen einmal rechts raus. Da ist eine Tür. Kann ich die aufmachen? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Okay, Moment. Was ist, wenn ich... Ich habe keine Ahnung. Da liegt auch noch ein Item. Oh, eine große Titanitscherbe. Jetzt brauche ich nur noch eine. Aber von da? Bin ich von da? Ich weiß es nicht. Aufpassen wegen der Patrouille. Ja, da kommt sie gerade. So, und da komme ich wieder zum Leuchtfeuer. Ja.
Okay, dann setzen wir uns ganz kurz hin und schauen, ob die Patrouille hinten wieder startet. Ich hoffe es, sagen wir mal so. Ob die Leute da jetzt da sind oder nicht, ist mir ziemlich wurscht. Ich muss irgendwie einen Weg finden, der mich nach hinten bringt. Und ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich glaube es aber nur. Okay, die Patrouille startet hier. Bis die da nach vorne gehen, vergängern 50 Jahre. Wie schaut es hinter mir aus? Okay, die stehen dann nur deppert. Das ist gut. Könnt ihr ein bisschen schneller gehen? Aber nur ein bisschen. Das reicht mir. Ein bisschen nur. So, ich gehe lieber. Ich glaube nämlich, dass ich da rauf muss. Zu den Typen da hinten. Das glaube ich. Wir werden es gleich erkunden. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Nämlich hier. Was ist, wenn ich darauf gehe? Da oben war ja auch nichts mehr. Da nach hinten komme ich nicht. Da hinten war der Blutfleck. Und hier, genau, hier war das silberne Viech. Genau. Kann mich wieder dran erinnern. Ich glaube, dass ich da nach hinten muss. Ich trete den Typen jetzt einmal in den Arsch da. Okay. Psst. Ich glaube, er ist weggedreht von mir. Das heißt, wir können ihm vielleicht einen Backstep geben. Das ist schon einmal gut für den Anfang. Der haltet nämlich ziemlich viel aus. Und der Backstop, ja, der nimmt schon ziemlich viel Schaden gegen ihn. So, ab geht's. Okay, dann nicht. So, den haben wir. Lasst nichts fallen. Das ist sehr gut. Was haben wir da? Zeit für Stoß in den Rücken. Eine große Titanitscherbe haben wir gekriegt. Wir können das Claymore nochmal aufbessern. Und nein, es hat sich nichts gebracht, dass ich hier raufgegangen bin. Was ist, wenn ich da unten irgendwo... Ich muss irgendwo abbiegen. Es ist super, dass das Leuchtfeuer oben ist, aber das bringt mir nichts. Ich warte nur, bis die da weg sind. Dann kann es nur da unten sein. Kann ich über den Schnee gehen? Okay, dann weiß ich es nicht. Dann bin ich ratlos. Dann bin ich ratlos, dann weiß ich es nicht. Ja. Das interessiert mich jetzt nicht ehrlich, ob sie können mich gerne umbringen, das stört mich nicht. Ich bin eher auf der Suche und das Leuchtfeuer ist gleich da vor mir. Okay, ich bin echt ratlos, ich weiß es nicht. Dann würde ich vorschlagen, da ich den Weg nicht finde, vielleicht muss ich mit den unteren, also mit dem Weg da, irgendwie da runter und irgendetwas öffnen, damit ich halt wieder dorthin komme. Das kann natürlich auch möglich sein. Es kann alles möglich sein. Das heißt, wir werden im nächsten Part da runtergehen. Jetzt haben wir mal 28 Minuten. Jetzt bringen wir mal das Claymore wieder rauf. Eine Stufe. Nämlich, wir haben 4 große Titanitscherben. Ja. Ich weiß, ich bin der Größte, der Beste, der Schönste. So. Wie viel Schaden machen wir jetzt? 207. Wenn ich es dann nochmal aufwerte, jetzt brauche ich schon 6 große Titanitscherben, machen wir dann 220. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber wir sollten auch wieder Level steigen, nämlich dann skillt es besser. Ist das Claymore größer geworden? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt machen wir noch schnell zurück. Und wir beenden hier den Part. So. Den Part nenne ich Ratlosigkeit. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Wir werden, wie gesagt, den anderen Weg gehen. Schauen, ob das halt irgendwie zusammenpasst. Ob sich andere Wege öffnen oder sonstiges. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, ansonsten war's das. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Erwartet's.
Wir werden das schon machen. Ciao.